Hi Leute, hier ist Fürsona aus Berlin. Ich bin gerade nach Hause gekommen, darum esse ich hier nebenbei was. Und hab so einen Hunger. Und komme leider auch nicht so zum Videodrehen, nicht mehr so oft. Ich war ja jetzt in London gewesen, ihr wisst es ja. Ich habe da was gepostet, das war immens gut. Es hat so einen Spaß gemacht, ihr glaubt es nicht. Also, kann ich bloß empfehlen, ne? Also geht nach London, das ist eine richtig schöne Stadt. Und ich habe da viel getan, ja, obwohl es ging eigentlich. Also vormittags habe ich immer Sightseeing gemacht und dann, ja, bin ich tanzen gegangen. Das war eine gute Ergänzung. Und am Abend halt nach Hause gegangen und mich hingelegt, und damit ich am nächsten Tag wieder fit bin. Und das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht, muss ich wohl sagen. Und eigentlich wollte ich ja heute so darüber reden. Habe ich lange nicht mehr gemacht, so wie meine Fitness ist, was ich so mache. Okay, also tanzen habe ich jetzt durchgehend nur getanzt, seit einem Jahr fast. Und ich habe dann festgestellt, dass irgendwie meine Energie in mir drin stecken bleibt. Es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich von jemandem immer so die Pose gesehen, die sie Krafttraining gemacht hat. Und ich dachte immer irgendwie, ah, willst du nicht doch? Und so. Und jetzt habe ich letztendlich mich doch wieder angemeldet. Und es geht mir auf jeden Fall besser mit dem Laufen und mit dem Krafttraining. Weil ich glaube, mein Energielevel ist so hoch, dass ich extra noch irgendwie was benötige, wo ich mich verausgaben kann. Und mit dem Tanzen allein reicht es einfach nicht aus. Habe ich jetzt wirklich für mich festgestellt. Und danach die Sauna und so. Und da ist auch Yoga integriert. Das finde ich ganz gut. Kann ich auch zum Yoga dorthin gehen. Ja, und das gefällt mir so viel besser als nur zu tanzen. Tanzen ist auch schön. Das ist schön für die Seele, für die Emotionen, die man da austanzen kann. Aber für den, ich habe mich auch immer schlapper gefühlt irgendwie. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr genug Kraft zu haben, ne? Also, und seitdem ich wieder Kraftsport mache, obwohl das jetzt nicht so dermaßen viel ist, also ich bin kein Bodybuilder oder irgendwie trainiere hart, aber ich merke auch, dass ich wieder mehr Kraft bekomme. Und das macht sich auch beim Tanzen bemerkbar. Man hat dann ein bisschen mehr Ausdruck, habe ich das Gefühl. Habe ich nicht selber gemacht. Dazu verfehlt mir die Zeit. Auch das Laufen, das ist viel besser für die Atmung. Also ich komme dann auch nicht so schnell außer Puste. Merke, ich kann viel tiefer atmen, seitdem ich wieder laufe. Ja, das gefällt mir. Also ich behalte das bei, auf jeden Fall. Habe mich jetzt da auch vertraglich festgelegt. Und ja, das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Das habe ich jahrelang gemacht, irgendwie damit aufzuhören und nur zu tanzen. Obwohl das ist schon meine Leidenschaft, ist schon meine Leidenschaft, aber das alleine reicht einfach nicht aus. Also ich brauche schon noch irgendwie was dazu. Ja. Und essenstechnisch, ist jetzt wieder Fitness First Zeit angesagt. Und ich hoffe mal, dass ich ein paar Videos dazu machen kann, wo ich auch ein paar Sachen koche, vielleicht Neues ausprobiere. Ja, weil es wieder kühler wird und da brauche ich halt meine Eintöpfe. Im Sommer muss ich nicht immer warm essen, aber im Winter schon. Weil ich total die Frostbeule bin. Wie sieht so mein Tag aus? Zum Beispiel heute war ich von 11:30 bis 17:30 Uhr tanzen mit 1,5 Stunden Unterbrechung. Da habe ich nicht getanzt, da hatte ich Leerlauf. Und
Also 3 mal 90 Minuten habe ich getanzt. Das sind 270 Minuten. Das sind ungefähr 6 Stunden. Ungefähr 6 Stunden und ja, ein paar zerquetschte. Jedenfalls habe ich so viel getanzt. Und danach bin ich noch zum Fitness gegangen. Da habe ich bin ich eine halbe Stunde gelaufen und habe dann auch noch ein bisschen Kraftsport und schnell noch in die Sauna gehüpft, um mich noch ein bisschen aufzuwärmen. Das ist auch entspannend für die Muskeln, das brauche ich. Und ja, und da die beiden, die Tanzschule und auch das Fitnesscenter, so ein bisschen in der Nähe liegen, klappt das ganz gut. Ja, dann habe ich nicht so langen Weg und kann dann dort nochmal reingehen. Ja, das finde ich ganz gut. Und essenstechnisch habe ich ja gesagt, so immer ganz gesund kann ich nicht essen, weil ich nicht so viel Zeit habe zum Kochen. Dann muss ich schon auf so Fertigsachen zugreifen. Und aber ich versuche trotzdem, dass die Sachen bio sind oder auf jeden Fall sind die immer vegan. Ne? Also vegane Ernährung mache ich immer noch weiter, weil es einfach das Beste ist. Ich kann dazu nichts anderes sagen. Und ich freue mich schon auch auf die Weihnachtsmärkte, auf die Veganen. Da werde ich immer schön hingehen. Nächstes Jahr mache ich auf jeden Fall schon wieder bei so einem Tanzfest mit. Und da will ich Burlesque machen und auch Moving mehr. Ja, das sind so meine Fokusse. Also auf zwei Tanzfestivals will ich auf jeden Fall. London ist auf jeden Fall nächstes Jahr auch dabei. Und ich möchte auch nach Paris. Und da gibt es auch eine ganz tolle Tanzschule. Da will ich auch hingehen. Ich hoffe mal, dass das alles so klappt. Jo. Fitness haben wir. Also gewichtsmäßig habe ich ein bisschen zugenommen, ehrlich gesagt. Das ist auch mit dem Grund, dass ich wieder angefangen habe. Weil ich fühle mich nicht wohl, wenn ich zunehme. Ich will nicht weiter abnehmen, aber zunehmen will ich auch nicht. Außerdem habe ich das Gefühl gehabt, dass so der Bauch so ein bisschen speckig geworden ist. Ja. Und das ist nicht gut. Nee. So weit darf es nicht kommen. Ich esse sehr gerne, aber ich habe auch, ja, ich mag nicht so viel Fett an mir. Ist auch nicht gesund am Bauch. Vor allem am Bauch ist es nicht gesund, wenn man älter wird, ne? Ja, und wenn die Menopause eintritt bei der Frau, ist es sowieso, heißt es ja auch so, dass dieser Schutz, den man sonst ansonsten für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, dass der ja auch wegfällt, ne? Und da muss ich einfach aufpassen. Jo, und mit Sport geht's halt einfach und easy. Es macht mir Spaß. Und den mache ich ja zusätzlich, trainiere auch ein bisschen mehr Bauch, damit, ja, damit das halt gut zusammenpasst. So, das war's eigentlich. Schönes Update. Und ja, ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bis aus Berlin, schaltet wieder ein. Tschüss!